Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer, ja, deinen weiteren Folge von 476 Wastelands. Wastelanders? Keine Ahnung. Ja, ohne Facecam, wie ihr seht. Jawohl, ich hatte beim letzten Jahr auch keine Facecam. Diesmal nicht im Stream. Ich konnte einfach nicht schlafen. Es ist jetzt gerade 1 Uhr nachts. Eigentlich lag ich schon im Bett und kann aber einfach nicht schlafen und wollte einfach noch ein bisschen spielen. Ein bisschen spacken. Hier hat aber jemand süß sein Schild aufgebaut. Nein, ich repariere nicht sein Schild. War nicht bescheuert. Es leckt ein bisschen. Wir sollen den Pip-Boy auf eine Frequenz einstellen. Radio. Sender, ja. Frequenz aktiv. Sender sind. Die Koordinaten lauten 1814-2274-648. Wiederholung aktiv. Also ich werde locker der... Die Koordinaten lauten 1814-2274-648. Ich habe so ein bisschen Angst, dass... Ich muss hier raus, muss ich ganz schnell... Ja, aber ich verstehe. Warte mal. Hä? Ah, warte mal. Das ist ja direkt hier. Die Koordinaten lauten 1814-2274-648. Wiederholung aktiv. Das ist ja direkt hier. Aber was sollten wir eigentlich machen? Ach ja, genau. Die beiden Roboter, also die beiden Kampfroboter suchen. Ich muss noch nebenbei immer Holz farmen. Was ist da denn passiert? Okay, da hat. Hallo. Bergwerk an Gaudi, Zeitraum Eisen, Kohle, Merkmalform. Ich suche im Bergwerk. Das ist 76 Meter die Richtung. Ich habe ihm gedacht, ich habe ihm seinen Namen nicht gesehen. Ich dachte ihm, das wäre ein NPC. Ich habe übrigens auch am Anfang außersehen zu einem Spieler NPC gesagt, also bitte nicht auslachen. Was ich mich immer mal interessiere, was mich mal interessieren würde. Warum läuft er die ganze Zeit geduckt? Weiß er, dass er die ganze Zeit geduckt läuft? Was mich interessiert, ob die mir Loot wegnehmen können.
Ich habe mich sehr seltsam an dem. Achso. Ah. Ist der hier runtergefallen? Ich gehe mal rein ins Bergwerk. Ladezeiten sind auch echt grandios in dem Spiel. Oh Mann, ey. Überall liegen so Haufen rum, ey. Das heißt, hier hat jemand viel Spaß gehabt. Ich muss doch mal anfangen, endlich Base zu bauen. Also, ich muss echt einen guten Spot suchen. Vor allen Dingen muss ich Baupläne suchen. Wieso ist da... Was zum Teufel? Ja, ich brauche unbedingt Baupläne. Sonst wird das nichts mit Base bauen. Karl, you are changing. Okay. Ah, bin so gut. Ich bin so gut. Oder auch nicht. Ich muss vielleicht auch mal anfangen, endlich mal ein paar Sachen zu verkaufen, damit wir Kronkorken bekommen. Da habe ich einfach mal nicht Treffer. Ich soll hier Kohle abbauen. Ah. Alter, die nerven mich. Ich muss irgendwas trinken. Ich muss irgendwas trinken. Ich bin natürlich überladen. Warum auch nicht? Dann kann man jetzt auch. Na, eigentlich mach ich ja immer. Brauche ich nur eine Werkbank, dass ich. Bin jetzt so schrott.
Schrott dann wieder zerbauen kann. Also Plasmagranaten und sowas, das nutzt Spaceballgranaten und sowas, nutze ich alles nicht. Das könnte man eigentlich mal theoretisch alles verkaufen. Achso, ich kann den Atem anhalten. Dann wackelt das Ganze auch nicht so. Problem ist, dass ich nur für die Waffen ordentlich Munition dabei habe. Ach man, Hilfsmittel. Vielleicht ein bisschen mehr Essen mal aufnehmen. Also ich glaube, ich habe ziemlich viel Essen in das Lager gepackt. Da ist noch mehr Kohle. Geht er mir auf den Sack, ey. Achso, trinken müssen wir mal. Das ist ja mal ganz wichtig. Wir sollen noch nach deren Wachen suchen. Okay. Ich bin friedlich. Oh, ich finde das so geil, dass endlich diese Interaktion da ist. Hast du ein Stimpack? Ich habe Schmerzen. Ja. Oh, Gott sei Dank. Danke. Gut, dass es noch Menschen mit Herz gibt. Also, hat Duchess dich zur Rettung geschickt? Du Mutantenmeister? Das weiß ich zu schätzen, aber momentan braucht jemand anders deine Hilfe. Diese Verbrannten haben die Bar ausgeraubt. Darum haben meine Robo-Schwester Polly und ich sie verfolgt. Um sie auszuräuchern. Aber ein paar von ihnen haben uns gesehen. Polly hat sie tiefer in die Mine getrieben. Ich hörte Kampfgeräusche, aber dann nichts. Sie muss verletzt sein. Bitte, du musst Polly finden. Sehr, sehr gern. Sie darf nicht wegen findet mir. Polly. Bitte, finde sie einfach. Also, pass auf. Bring Polly gesund zu uns zurück, dann erzähle ich dir gerne unsere ganze gemeinsame Geschichte. Doch zuerst musst du sie retten. Tust du mir diesen Gefallen? Ja, natürlich. Ach, dafür bin ich dir echt dankbar. Was hat er da denn? Bring sie einfach zurück ins Wayward. Ich werde dort warten. Okay.
Und sag ihr, es tut mir leid, dass ich sie nicht retten konnte. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Finde Polly. Ich glaube nur nicht, dass sie noch lebt. Aua. Aua. Alter, wie ich einfach mal nichts treffe. Ich weiß, warum das manchmal nicht geht mit dem Watz, weil das ja über AP gesteuert wird. Wo ist er denn? Don. Das war ein schöner Headshot. Gut, dass im Eingangsbereich eine Werkbank stand, dass ich dann alles kaputt machen kann. Okay, wir müssen. Irgendwo gibt es einen Code hierfür. Oh, grüß Chrisley. Brannte Leiche. Ah, hier hat jemand Spaß gehabt. Ist da jemand? Holt mich mal jemand raus? Ist ein Bild für die Götter. Also haben dich diese Dinger nicht erwischt. Hast du zufällig auf dem Weg hierher einen jungen Mann gesehen? Anfang 20, bisschen durch den Wind und mit einer extra Portion Blei im Körper? Er lebt? Gott sei Dank bin ich erleichtert. So, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig helfen? Sehr, sehr gerne. Du bringst mich zurück zu Wayward, ja? Und ich helfe dir, alles zu rüsten, was uns auf dem Weg nach draußen in die Quere kommt. Rüsten? Noch nie einen Aggressortron gesehen? Doch, eigentlich schon. Wahrscheinlich besser so. Die leuchtende rote Perle in meinem Gesicht unterstreicht nicht nur meine brillante Persönlichkeit. Sie ist auch zufällig ein Multi-Gigawatt-Laser. Heb mich mal hoch und dreh an meinen Halsservos. Dann schieße ich einen Laser ab, bei dem Oppenheimer zu beten anfinge. Also, sprengen wir den Saftladen? Diese Kristallviecher, eins zu viel. Denn, Psychics, die sind zwar widerlich, hässlich, dumm, mies angezogen, taktische Nieten und viel zu aufdringlich, aber haben vor überhaupt nichts Angst. Sind so viele auf mich losgegangen, dass es mir den Kopf abgerissen hat. Also Vorhang auf für meine aktuelle Zwickmühle. Also, hilfst du mir oder nicht? Natürlich. Perfekt. Also dann lass uns mal. Hörst du das? Ja. Klingt, als ob sie sich neu formiert hätten. Wollen wir sie ihnen heimzahlen? Komm, Schätzchen. Wir sorgen dafür, dass die Dinger das Wayward nie wieder anrühren. Ach da. Ah! Warum geht's nicht? Es geht nicht. Jetzt geht's. Muss
sie mal einzeln nachladen. Ist irgendwie sehr nervig zu steuern gerade. Ey, das ist... Alter, ist das nervig. Warum stirbt er denn nicht? Alter, diese Waffe ist mega nervig. Ich muss von oben irgendwie runtersnipen. Es ist schon knackig. Keinen Schaden an dem Macher. Ist leer. Schenke. Muss man die Waffen besser sortieren, das nervt mich gerade. Ich hänge schon wieder. Ich hänge. Was ist mit der Ruhe? Ach scheiße, auch das noch. Also Sachen, die ich jetzt noch ganz dringend brauche. Problem ist, was mich mal interessieren würde, mir fehlen einfach ganz viele Blaupausen. Wo kriege ich die? Immer nur irgendwo in der Welt. Das wird ja, dauert ja ewig, da was zusammenzufinden.
Verdammt. Die Munition ist doch korrodiert. War zu nass in der Höhle. Kann dir jetzt nicht mehr helfen. Okay. Damit muss ich wohl leben. So Holz und so müssen wir unterwegs unbedingt aufnehmen. Ist leider ein Wasserverlust. Na, Gott sei Dank regnet's. Ich würde immer noch gern wissen, was ganz unten rechts das Zeichen bedeutet. Dieses halb schwarz, halb... Hier ab. Mr. Preisbot! Kann ich mit dem was verkaufen? Natürlich episch. Und mal ganzen Granaten verkaufen, die ich eh nie brauche. Dann eben nicht. Das kann ich ja dann gleich abkochen. Bei diesem Wetter wird alles feucht. Wenn du nicht richtig hinschaust, dann entgeht dir das, wonach du suchst. Ich war zuerst hier. Such dir einen anderen Platz. Ach, ich finde das mega gut. Ey, ganz ehrlich, das macht das Spiel um Welten besser. Mögen andere nicht sehen, das hat jetzt auch bei, ich habe gelesen, das ist ja auch halt bei Steam jetzt rausgekommen, da hat es erstmal ein Review-Bombing gegeben von Leuten, die es 10 Minuten gespielt haben, durchgehend schlechte Bewertungen und das ist, also alle, die es bei Bethesda haben, kriegen es jetzt auch bei Steam umsonst. Und das finde ich mies, das finde ich richtig mies. Sowas. Ich habe ab und zu mal kleine Freezes drin und so, aber das ist ja nun gar nichts. Das ist Pillepalle. Das zeigt mir immer wieder, dass die Gaming-Community eigentlich für'n Arsch ist. Das zeigt mir das mal wieder. Das ist mal absolutes typisches Beispiel.
was gemerkt hat. Noch einer. Mit einem Anzug. Der hat auch einen schönen Skin auf dem Anzug drauf. Waren die nicht irgendwo Werkbänke oder so? Ja, wir gehen mal rein. Schließen das Ganze mal ab. Eine normale Story habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Endlich daheim. Aber wo ist unser Mädchen? Hast du Polly gefunden? Ja. Achso. Saul hat gerade erzählt, was da passiert ist. Du hast ein Talent dafür, gerade im richtigen Moment aufzutauchen. Das kannst du laut sagen. Hey, du gibst die Suche nach Polly doch nicht etwa auf, oder? Ach so, ich soll ihren Kopf ziehen. Da oben steht's ja auch. Kleidung, Waffen. Oh Gott! Polly? Oh, du siehst nicht gerade gut aus, meine Liebe. Fühl mich auch nicht gut, Duchess. Nun, warum legst du sie nicht ab? Die Kanne sollte gehen. Ziemlich eng hier. So geht das überhaupt nicht. Oh, Polly. Das ist alles meine Schuld. Nein, Solomon, hör auf. Das ist nicht... Duchess, hast du den vorher ausgeleert? Hab ich etwa... Nein, ganz bestimmt. Duchess? Kein Problem. Ich kann das beheben. In Somersville gibt es ein Robotergeschäft. Oh, wow. Solomon, du gehst nirgendwo hin. Bitte, verzeih die Frage. Aber besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du uns hilfst? Ja. Es wird sich für dich lohnen. Natürlich. Finde diesen neuen Körper für Polly. Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß über Crane und seinen Schatz. Bitte sag ja. Natürlich. Solomon, hast du einen Vorschlag? Ja, es gibt da dieses alte Robotergeschäft in Somersville. Duncan and Duncan. Die Besitzer haben es zugenagelt, aber es gibt einen Weg hinein, wenn du weißt, wo du drücken musst. Mach dir darüber keinen Kopf. Saul, hast du noch einen von diesen Sendern? Befestige Salts Sender an dem Körper. Meine Leute holen ihn dann. Okay. Sobald es sicher ist. Wunderbar. Danke. Hier, der Ortungssender. Befestige den einfach an Pollys neuem Körper. Wir übernehmen den Rest. Und nimm das hier und bring es im Geschäft an. Lass es unverriegelt, damit wir den Körper später abholen können. Und stell sicher, dass er neuwertig ist. Kein Schaden, keine Umprogrammierung. Alles auf Fabrikeinstellung. Beim Transfer darf nichts schiefgehen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber danke. Wenn du das erledigst, schulden wir dir echt was. Ihr schuldet mir schon sehr viel, würde ich mal sagen. Okay. Ja, ich weiß nicht.
geh mal zurück zur Base und guck mal, ob ich mal irgendwas ein bisschen was mit Waffen und so machen kann. Mich nervt, dass ich die Waffen nicht mehr reparieren kann. Das nervt mich immens. Ich brauche dafür jetzt ein Waffenrepair-Kit. Und das kriege ich nur aus einem Atomic Shop. Also das ist dann schon wieder... wenn ich es richtig verstanden habe. Gucken wir gleich mal. Wo finde ich denn den Shop? Fotomodus bewegen. Z-Menü. Da. Ein nützliches Reparaturkit. Wie gesagt, das verstehe ich nicht. Was kosten denn Atome? Ich habe ja gut für 530, aber... Alter, was ist hier los? Hier los? Sind wahrscheinlich schon alle in der Gruppe. Lustig. Ist ja lustig. Wir müssen jetzt mal zu unserem... Steht denn unser Teil noch? Ja. Kann ich nicht, weil ich überladen bin. Ich werde mich auch mal richtig hinsetzen und nur Base bauen. Glaub ich schon. Da ist es doch. Weil ich brauche dafür einen guten Spot. Wo ich auch Wasser und so in der Nähe habe. Ich habe mich von der Ruhe erholt, das ist aber schön. Hilfsmittel. Alter, das sieht jetzt aber noch schön aus. Ah, ich hätte auch wieder Bock nochmal wirklich Fallout 3, Fallout 4. Na, Fallout 3 wahrscheinlich nicht nochmal, aber Fallout New Vegas zu spielen. Werde ich wahrscheinlich auch jetzt demnächst mal machen, mal mit schön mit Mods draufgeschmissen. Ohne Ende. Mir dann mal aufschreiben, vor allem, was es für Mods waren.
Wundert mich ja sehr, dass hier noch alles steht. Okay, erstmal Schrott verwerten. Waffen. Laserpistole. Doppelläufer geschrieben. So, Kleidung, irgendwas. Ach, wir machen das schon. Schrotz, wo los? Diverses Hilfsmittel. Die scheinen hier ziemlich häufig zu kommen. So, weiter Transfer. Automatisch Kampfgewehr. Hilfsmittel. Dutch's Drink Work nicht mehr, das ist ja kacke. Kleidung. Okay, ich glaube, Spiel ist abgestürzt. Jawohl, Spiel ist abgestürzt. Na gut. Wir haben meine Kochbox. Gut, dann machen wir mal an der Stelle einfach Feierabend, meine Lieben. Das ist natürlich jetzt doof, aber ist ja nicht schlimm. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wird wahrscheinlich wieder aus dem Stream sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.